y'all ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he? SpongeBob SquarePants! If nautical nonsense be something you wish, SpongeBob SquarePants! Then drop on the deck and flop like a fish! SpongeBob SquarePants! Ready? SpongeBob SquarePants! Und da sind wir auch schon wieder, immer noch auf dem Sandberg und wollen uns erstmal diesen Pfannwender da unten schnappen. Jawohl! Erledigt! Nur weiter so, Kumpel! Und vergiss nicht, mir bei der Sache mit dem Abfalleimer zu helfen! Ja, selbstverständlich, Plankton. So, jetzt haben wir hier drüben Schalter. Das ist eine Aufgabe für Sandy. Ich sehe hier aber leider... nichts. Ja, nee, ich komme nicht so hoch. Kann man tricksen? Ich glaube nicht. Nee. Aufs Dach komme ich bestimmt auch nicht. Nee. Hi, Gary. Ja. Okay. Oh, Stimme weg. Moment. So, okay, doch. Da kann ich. Aber... ja, damit komme ich hoch genug und kann dann wahrscheinlich bis darüber fliegen. Ist ein Versuch wert. Sandy. Ich hab da eine wichtige Aufgabe für dich. Oh, ja, Gary? Was du nicht sagst. Tja, es muss einen Weg nach oben geben. Den habe ich schon aktiviert. Kawabunga! Nein. Alles nicht so einfach. Ja, in die Richtung möchte ich gern. Ah, das reicht. Jawohl. Super Sandy. Nichts, was ein Landkrabbler nicht hinbekommen würde. So sieht's aus, Gary. Okay. Sonst noch was, was mir auf Anhieb auffällt, außer halt die drei Pisten? Ich glaube nicht. Es geht doch nicht über Seilsport, um in Schwung zu kommen. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Toasteter Tiki nach Texas Art. Aha. Aber ansonsten ist hier nicht wirklich etwas. So, die Bushaltestelle ist ja mitten drin. Also könnte schon möglich sein, dass ich Sandy brauchen werde. Aber wir fangen erstmal mit der 1 an. Guppi-Hügel. Oh, verdammt. Ich bin diesen Hügel schon 100
mal runter, meistens rollend. Diese Rotznasen finden es lustig, mich zu schubsen. Aber wenn du meine Zeit den Hügel hinunterschlagen kannst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Wow. Zeitherausforderung annehmen. Ja, dann. Geschenke öffnen ist klasse. Autsch! Autsch! Patrick sollte mal wieder waschen. Oh, wie funkelnd. Das war eine krasse Wand. Muss ich ja nochmal mit ihr reden? Ich glaube ja. Sollte aufs Handy wechseln. Dann komme ich vielleicht da auch drüber. Das sind eine Menge Punkte, die nehme ich natürlich mit. Howdy, Miss. Na, wenn das. Okay. Lästiges Ding. Aha. Das ist jetzt ungünstig. Nehmen den Weg. Ich glaube, das ist der richtige. Gut. Nein. Okay, das wird richtig lästig. Ja. Okay. Aber ich muss ihre Zeit schlagen, oder? Und offensichtlich kann ich das nur mit SpongeBob. Je glänzender, desto besser. Und schon ist Ruhe im Karton. Und die Tür offen. Soweit, so gut. Aber... Okay, ist das der Pfannenwender? Aber das dürfte da doch nicht sein, oder? Hier geht's zurück, ne? Genau. Okay. Heißt das, ich kann noch einen zweiten abgreifen, wenn ich die Zeit schlage? Miss Puff? Howdy, Mrs. Puff. Na, wenn das mal nicht Sandy Cheeks ist. Ja, ist sie. Aber mir wurde keine Zeit angezeigt. Okay, wir wechseln mal. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Nehmen natürlich die Punkte wieder mit. Ich bin diesen Hügel schon hoch. Ja. Ich muss es mit SpongeBob machen. Das ist ungünstig. Es
glänzt. Autsch! Aha. Der Schenkel öffnen ist klasse. Ja. Ja. Wow, ist das knapp. Okay. Ich schaff das. Jutsch! Krieg das alles hin. Ich bin ultra motiviert. Ja, komm. Jawohl. Du hast gewonnen. Kehre zu Mrs. Puff zurück, um deine Belohnung abzuholen. Sehr gut. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. War schon ein bisschen anstrengend. Ah, Miss Puff. Herzlichen Glückwunsch. Du hast mit Bravour bestanden. Vielen Dank. Cool, dann kriege ich auf jeder Piste 2 oder was. Einmal für Herausforderungen und einmal für unten für quasi Hauptquest. Komme ich von hier aus auch zurück? Ja. Okay. Ja, jetzt sind hier natürlich alle wieder da, ist klar. Hab nichts anderes erwartet. Weg mit dir. Autsch! War klar. Flounder Hill. Okay. Flunderhügel. Okay. Oh, das sieht ekelhaft aus. Das sieht ekelhaft aus. Hey, Kumpelblase! War's schon? Hallo, Sam. Hey, Kumpelblase. Okay. Gibt's hier auch wieder... Okay, schon besser. Ja, hier gibt's eine Haltestelle. So, Kumpelblase. Ich fliege wie der Wind und gleite wie eine Meeresbiene. Wenn du meine Zeit den Hügel hinunterschlagen kannst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Ha. Zeit, Herausforderung annehmen, ja dann. Oh, das Ding ist länger. Autsch. Ja. Das ist ja widerlich mit den Stacheln. Ich flieg. Ja, ja. Autsch! Autsch! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Aha. Autsch. Autsch. Verdammt. Stacheln sind widerlich. Okay. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Ich hätte die Hose mitnehmen sollen. Wow. Das ist eine übelste Strecke.
Zumindest haben die Stacheln aufgehört, was ich ganz positiv finde. Ein neuer Schwamm. Wow. Das ist krass. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Nimm das. Okay, da muss ich auch noch mal hin. So, alles tot. Da oben ist ein Checkpoint, den wollte ich eigentlich noch mitnehmen. Okay, und da ist der Fun-Wender für die Piste. Die Zeit habe ich nicht geschlagen, die ist echt knapp. Das mit den Stacheln ist widerlich bei der Strecke. Okay. Nochmal ein Schlüppi drüber ziehen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Drei Schlüppis, das wird nicht reichen. Ach, ich kann ja 8 Schneemänner umhauen. Okay, ja, aber nicht beim Zeitrennen. Ich flieg! Okay. Okay. Autsch! Autsch! Das sind genau die Sekunden, die mir fehlen. Aha. Fühlt sich immer noch so an, als wenn ich irgendwo cooler abkürzen könnte. Aha. Okay. Okay. Das schaffe ich niemals. Ich eckig und ein Schwamm bin, werde ich Bikini Bottom nicht im Stich lassen. Ja, das ist ja ganz förderlich. Die Strecke ist echt belastend. Ich flieg! Ich muss gucken, ob ich irgendwas abgekürzt kriege. Geschenke öffnen ist klasse. Das ist auf jeden Fall viel angenehmer. Katsching! Das hier ist viel enger, aber auch eigentlich angenehmer. Wow. What the fuck?
Ah, ist ja krank. Schaffe ich doch trotzdem niemals. Da fehlt doch viel zu viel Zeit. Ja, und da unten ist das Ziel. Ich brauche so an die 5-6 Sekunden extra. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Aha. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay, Schlübbis sind voll. Können wir direkt die nächste Runde starten. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich möchte eigentlich den Zeitmist möchte ich schon schaffen. Ich fliege. Und los. Aha. Das war schon schlecht. Na, komm schon. Das wird was. Das wird was. Okay, okay, okay. Aha. Gut, 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 gut. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Aha, ich bin auch... wie ein neuer Schwamm, glitschig schnell unterwegs. Jo, das schaffe ich. Ein Traum. Es war tatsächlich einfach Abkürzung. Ich musste einfach nur den großen Kreis nicht komplett runterrutschen, sondern so auf halber Strecke einfach auf die andere Bahn gehen. Holen wir uns unsere Belohnung. Glückwunsch, SpongeBob. Du hast meine Bestzeit geschlagen. Hier ist ein goldener Pfannenwender. Halt, vielen herzlichen Dank. Nimm ihn. Sehr schön. Und zurück. Was? Das Ding hat einfach angefangen mit Schubsen. Okay, da ist die Nummer 3. Dann gehen wir mal zur Nummer 3. Man nennt mich auch Schwamminator. Sand Mountain. Ah, gut. Okay, sieht abenteuerlich Niemand aus. Niemand ist schneller als ich. Meine Zeit auf dieser Piste ist unschlagbar. Ich gebe dir einen goldenen Pfannenwender, wenn du meine Zeit schlagen kannst. Ja, Krähen. Okay. 120 Sekunden, na danke. Geschenke öffnen ist klasse. Das ist eine widerliche Strecke. Noch ein Pfund für Patrick. Es
es glänzt. Wow. Bewegende Teile ist... Ah. Ja, es lief jetzt so halb gut. Möchte ich so behaupten. Punkte nehmen wir mal mit. Schlippi auch. Ja, gut. Tja. Weil ich das jetzt wahrscheinlich nicht schaffen werde. Auf Anhieb. Wird diese Folge mal so 2-3 Minuten kürzer. Ja, wir sind auch schon so ziemlich am Ende angelangt. Und dann machen wir hier bei Piste Nummer 3, was ja dann auch die letzte Piste von Sand Mountain ist, weiter. Holen uns unten den Funwender und schlagen seine Zeit. Und dann sind wir hier durch und können zum nächsten Bereich. Also, wird schön. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.